oder halt einfach Verbesserungen. Was auch geil wäre, wäre vielleicht, sagen wir mal, hier kommt ein Cape hin. Das Cape macht einen vielleicht schneller. Dann haben wir einen Rucksack. Der Rucksack kann das Inventar erweitern. Ist vielleicht ziemlich teuer. Da muss man vielleicht, keine Ahnung, für die erste Stufe braucht man 10 Leder, für den normalen Rucksack, dann braucht man für die nächste Stufe, dass man in den Rucksack einfach Leder eintropft und so, und dann, wenn man den gefüllt hat, dann wird er irgendwann größer und größer, und sagen wir mal, man kriegt dann mit 10 Leder kriegt man noch einen Slot voll, mit 100 Leder kriegt man noch einen, mit 1000 Leder kriegt man noch einen, und das wäre dann, das wäre schon echt geil, wenn man 10.000 Leder, das macht ja keiner mehr, dass man, aber einige vielleicht schon, dass man sich dann halt so ein unendlich großes Inventar craften könnte, wenn man sich wirklich nur genug anstrengt dafür. Sowas, das wäre halt geil. So, oder... Ja. Das wäre schon geil. Und der Oman kann er halt schneller machen. Und man kann vielleicht dann auch neue Zauber draufpacken. Wie Speed-Zauber. Dass man noch schneller wird. Und, boah, keine Ahnung. Dann... gibt's noch... Dann gibt es noch Halsschmuck oder sowas vielleicht. So richtig geil in dieses MMO reingehen. Nee, MMO ist ja... Nee, Quatsch, RPG. RPG, nicht MMO. MMO heißt ja... Boah, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ein M für Multiplayer Online. Irgendwie Multiplayer Online. MMO. M Multiplayer Online, irgendwie sowas. Ich weiß aber nicht genau, in welchem Zusammenhang, das kann ich nicht sagen. Ein RPG heißt ja Roleplay Game. Da könnte man sich vielleicht ein bisschen mehr abgucken. Ich glaube, das würden auch viele an Minecraft feiern. Also, es gibt ja irgendwie, also das fand ich ja den größten Schwachsinn ohne Scheiß. Minecraft hat ja für die, ich glaube für die Xbox-Version, die Simpsons eingefügt. Euer Ernst, ihr habt die Simpsons für Minecraft eingefügt. Was zur Hölle hat Simpsons mit Minecraft zu tun? Und da gab es auch richtig Beef, habe ich gelesen in den Kommentaren. Warum so ein Scheiß mit Minecraft gemacht wird. Ist ein downloadbarer Inhalt, dem kann man also nicht so, ist ein Mods eher gesagt. Aber ganz ehrlich, ey, ohne Spaß, ey, ich sehe es kommen. Es ist auch darüber geredet worden, dass momentan ja noch keine Minecraft 2.0 geplant sei. Wenn ich schon höre, dass momentan kein Minecraft 2.0 geplant sei, dann ist mir doch schon klar, dass darüber schon nachgedacht wurde, dass das schon in den Startlöchern irgendwo steht, in irgendwelchen Akten schon verzeichnet ist, Minecraft 2.0 machen. Und damit dann richtig viel Kohle rausschlagen am besten. Für 40 Euro verkaufen, mit irgendeiner neuen Engine nehme ich an. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nicht gereizt bin. Ich meine... Nehmen wir mal an, die kriegen es wirklich hin, Minecraft mit einer neuen Engine hinzumachen, was auch wirklich was hermacht. Vielleicht mit kleineren Blöcken, sag mal, dass die Blöcke nochmal geviertelt werden, dass es nur noch 4x4 Pixelblöcke gibt. Da würde man schon echt viel Neues machen können. Da würde sich die Gestaltungsmöglichkeit wäre endlos gesteigert. Also, wenn man aus den 16 Pixelblöcken 4 Pixelblöcke machen würde... Nee, nicht 4, 8. Genau, 16, 8 machen würde, 4 wäre zu übertrieben. Wenn man daraus 8 Pixelblöcke machen würde, man würde also jeden Stein nochmal in 8 Steine unterteilen, was dann für Möglichkeiten offen ständen. Dünne Wände bauen, dünne Böden bauen. Böden geht ja jetzt schon, aber Wände geht halt nicht. Stell dir mal vor, du könntest solche dünnen Wände machen hier, so groß wie hier bis hier so, da vor hier. Das Stückchen. Das wäre doch episch. War das jetzt altes Gebiet wieder? Das war doch neues Gebiet. Bin ich jetzt wieder im alten Gebiet? Ich verstehe echt nicht ganz, wo ich überall schon lang gelaufen bin und wieso ich da überall schon lang gelaufen bin. Und naja. Ich glaube, ich bin jetzt schon seit einer Stunde am Laufen oder so und quatsche einfach nur. Aber es gehört zu Minecraft dazu. Es ist halt so ein Ding bei Minecraft. Bäh. Okay, ich glaube, ich bin im neuen Gebiet oben drin, weil es generiert gerade schon wieder. Ja, mal schauen, wie sich das mit Minecraft noch entwickelt. Ich weiß gar nicht, was wir davor für ein Thema hatten. Ach, davor hat man das Thema mit neuen Craftings und so einen Spaß. Ja, genau. Was auch noch cool ist, muss ich gestehen, habe ich mir heute überlesen, habe ich überlegt, ob ich das Minecraft-Display einbaue. Habe ich, jetzt denke ich mir so, ja, warum nicht? Wir laufen eh gerade noch eine Weile. Ist die Tatsache mit dem, ich weiß nicht, ob viele mitbekommen haben, heute am
26.01. am Montag soll ja ein Komet 1,2 Millionen, Milliarden, Millionen, Milliarden, ich weiß nicht, Kilometer, nicht, ich glaube eher Millionen. Oder Meter, ich weiß es nicht. Ich glaube eher Kilometer. An der Erde vorbeisegeln. Und was das an sich ist, erstmal, ja, Komet an der Erde vorbei, okay. Könnte gefährlicher, wenn er näher wäre, aber nicht so schlimm. Aber die Tatsache finde ich krass, muss ich gestehen. Ich habe mich da ein bisschen von mir geguckt. Der Komet ist 500 Meter groß. 500 Meter, das ist nichts. Das ist einfach gar nichts. Das ist, stell dir die Erde vor, die Erde hat einen Umfang von... Boah, wie breit die Erde ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Die hat auf jeden Fall einen Umfang von 40.000 Quadratmetern. Wie lang und breit die Erde ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich würde jetzt schätzen... Boah, schätzen ist immer so eine gewagte Zahl. So ein gewagtes... Ich würde jetzt einfach mal schätzen, die Erde ist rund... 13.000 Meter, 13.000 Kilometer in jede Richtung. 13.000, das könnte hin und 13.000 Kilometer in jede Richtung. Ist schwer abzuschätzen. Also, ist echt nicht einfach. Jetzt weiß ich nicht, was neues und was altes Biom ist. Ah, das ist ein Eichenwald ohne Schnee. Natürlich ist das ein neues Biom. Oh, Hühner. Eier. Federn. Gib mir Federn. Oh mein Gott. Federn sind echt wichtig hier. Wir haben ja eigentlich gar keine mehr. Wenn ihr schon keine Eier gelegt habt, dann gebt mir nicht eure Federn. Also die Federn sind ja echt wichtig. Das erste Mal seit langem, dass ich Federn sammle. Außer bei der Forst, da sammle ich auch Federn momentan. Und da sehe ich gerade Eisen, das nehme ich jetzt mal mit, weil ich gerade so nah dran bin. Und dafür haue ich die rote Farbe weg. Keine Ahnung warum. Da war ich in dem Dorf anscheinend auch schon drin, das war bestimmt das Dorf, wo ich mit dem Pferd mal da war. Das Fleisch von Hühnchen brauche ich jetzt wirklich nicht, das ist unwichtig. Und da sehe ich noch mehr Hühnchen. Kommt her, kommt her. Papi will Federn. Ist das Plünderung eigentlich? Nee, ist keine Plünderung. Ja, weißt du, was ist natürlich äußerst praktisch, aber man kann ja nicht alles haben im Leben, ne? Ich bin gar nicht sicher, ob die Hühner Eier legen, wenn du noch vorher noch nie da warst. Ich würde sogar den Farm mitnehmen, das sieht so geil aus. Warte mal. Da machen wir uns mal ganz kurz hier so ein kleines... Örtchen. Und da produzieren wir uns... Moment... Da muss ich mal die nehmen. Hilft ja nichts. Und dann machen wir uns mal einen Ofen. Und brennen mal ganz kurz das Eisen mit Stäbchen. Wir haben auch eine Menge Zeug gerade hier drin, was wir gar nicht brauchen. Ich nehme mir mal ganz kurz... den Koppes und Stein brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, wir brauchen auch die, was ich ja momentan noch drin ist jetzt nicht unwichtig, aber ist jetzt nicht wichtig, aber wir können es momentan noch leisten, das zu behalten, das können wir auch noch behalten. Bogen kann man noch nutzen. So, dann mache ich mal ganz kurz hier eine Schere. Und dann gehe ich da mal durchs Gemüse. Weil das ist echt, das würde ich gerne behalten. Wenn die nämlich genauso in dem, also in dem Texture-Pack sehen natürlich nur so geil aus, aber das lohnt sich ja allein schon, weil wir im Texture-Pack ja schon eine Weile spielen und sicher auch noch eine Weile spielen werden. Weil, ich weiß es nicht, aber ich glaube, Honigball hat immer noch kein neues Grafikpack rausgehauen. Und ich glaube auch, ich muss gestehen, ich glaube auch, da wird nichts mehr kommen. Also... Ich will jetzt hier keinen... Das heißt, ich will jetzt hier keinen Turbo auslösen. Ich meine, Let's Plays gucken 5 Leute. Da wird kein... Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Knochi, Knochi, Knochi. Hundi!
Und der hat da 12, der hat da 12 Leben dazugekommen. Cool. Hab ich schon einen Stapel? Echt? Und dann mach ich mir zwei. Ist das auch Farm? Dasselbe, ne? Das macht keinen Unterschied. Farm, Farm. Okay, dann halt nicht. Wo ist Hundi? Ach, hat gesessen. So, ihr wollt mir doch hundertprozentig eure Feder noch geben. Dann gebe ich Hundi mal das Fleisch. Guck mal her. Das hat jetzt nicht viel gebracht, aber ich mag meinen Hundi, deswegen hat er das Fleisch bekommen. So. Also, den Stapel lasse ich jetzt mal hier. Weil drei Stapel ist ein bisschen übertrieben. So, dann gehen wir mal los. Oder wie siehst du das, Hundi? Hier meine Leute auf die Fresse hauen. Dann tue ich mal ganz kurz das hier natürlich auch vorbereiten. Das ist mein Hundi, das da drüben ist nicht mein Hundi. Aber vielleicht gleich. Naja, stört mich auch nicht. Dann ist es halt nicht mein Hundi. Wir haben auch kaum noch Nahrung. Haben wir echt schon so viel verballert? Mein Schwert ist kaputt. Mein Schwert ist kaputt. Oh mein Gott, mein Schwert ist kaputt. Oh mein Gott. Okay, kleinen Moment. Dann müssen wir uns auf jeden Fall gleich wieder eine Kiste... Oh, wie viele Kisten wir uns bauen müssen? Wie viele Workbenches wir uns hier bauen müssen? Gut, dass ich gerade noch das Eisen eingeschmolzen habe. Da kann ich mir zum Glück gleich nur das Schwert rauscraften. Craften? Craft meines Amtes. Wo laufen wir jetzt lang? Wir haben Hundi, wir haben Farm. Ich will das am liebsten ausprobieren mit dem Farm, aber ich lasse es mal, damit ich zwei Stapel nach Hause kriege. Boah, wenn ich, also, mit einem Stapel Sonnenblumen und so, wenn ich jetzt sterben würde, ich würde schon ein bisschen kotzen, muss ich sagen. Ist jetzt zwar nichts weltbewegend, wir haben noch keine Diamanten oder sowas gefunden, aber ich würde schon, allein der Zeit, die wir jetzt schon dafür investiert haben, würde ich ein bisschen kotzen. Guck mal, ich sehe leider gerade auch nicht, wie weit wir weg sind von zu Hause. Aber 3,5 sind es bestimmt schon. 3,5 Meter. Schweine und Kühe und Ende. Da macht der Hundi zum Glück nichts, der reißt ja nur Schafe. Oh, das ist cool, wir haben Hundi. Mit dem wir jetzt nach Hause kriegen, das würde ich mich ja echt freuen. Am liebsten natürlich zwei. Deswegen hole ich mir das Skelett hier gerade mal. Aua. Wollte gerade sagen, sehr weit kämpfen Hunde da nicht mehr mit. Oh, noch einer. Am liebsten natürlich zwei Hunde. Oh, da drüben haben wir schon wieder einen neuen Biom. Aber man kann ja nicht alles haben. Ich guck mal ganz kurz hier. Komm mit Hundi, nicht mit dem Skelett kämpfen. Skelett ist böse. So. Oh, hier was Eisschattern. Hundi? Der Hund bleibt einfach bei dem Skelett. Warum bleibt mein Hund bei dem Skelett? Verstehe ich nicht. Alter, er ist fast gestorben.
Das ist doch nicht. Ich glaube, wir müssen kurz ein paar Zombies killen. Der Hund stirbt sonst. Für den Hund. Leg of Doom. Nein. Was für geile Eider. 5200 Meter sind wir. Hund, hier ist klar, dass das ein dass das ein Feind ist, oder? Du kooperierst da mit dem Feind. Das kann ich leider nicht für gut heißen. Ja, klasse. Aua. Alter. Wie penetrant nervig dieses Vieh bitte ist. Lass mich zu meinem Hund. Du. Ich hasse dich. Na klar, kommt ruhig noch mehr. Da noch einer, da kommt hier noch einer, warum nicht? Er hat meinen Hund, Alter, ohne Spaß, ich hatte seit Ewigkeiten keinen Hund mehr. Da habe ich einen Hund. Und er stirbt. Ich habe noch ein paar Pferde, die könnte ich jetzt theoretisch tamen. Hätte ich einen Sattel. Sind aber schöne Tiere. Das war jetzt ein Satz wie, ja, das sind schon schöne Tiere, aber innerlich so, ich will so ein Pferd. Krummel, krummel. Alter, der hat meinen Hund getötet, ich glaub's nicht. Oh, was auch für eine geile Gegend, Alter. Wie geil man um dieses Stück, um dieses Atoll hier so ein bisschen drum umbauen könnte. Und ja, das heißt Atoll.